Ja, hallo Freunde des MPPT-Ladereglers und Feinde des MPPT-Fake-Ladereglers. Heute mache ich mal ein Video von Ladereglern, die ich selber gar nicht besitze, leider. Aber ich bin mit den Händlern in Verhandlung, ob sie mir nicht mal kostenlos so ein Ding zuschicken würden, damit ich sie für euch präsentieren kann. Ja, ich weiß nicht, ob das funktioniert, aber vorab wollte ich jetzt schon mal ein Video zu den Ladereglern machen, weil, ja, 410 Wolfi und John Q, die haben mich gestern in meinem Video gefragt zu dem Laderegler, welche MPPT-Laderegler ich empfehlen kann, also was wirklich MPPTs sind und die aber auch günstig zu beschaffen sind. Weil die meisten MPPTs sind ja entweder fake oder halt zu teuer. So Victron, Epeva und so kennt ihr wahrscheinlich die ganzen Marken. Und ja, deswegen, ich bin ja immer dabei, günstig die Sachen zu kaufen. Meinen habe ich ja in China für 54, 55 Euro gekauft. Aber wenn man jetzt nicht so lange warten möchte, dachte ich mir, wäre es besser, wenn man die natürlich bei eBay bestellt. Alle Laderegler findet ihr auch unten in der Videobeschreibung wieder, damit ihr sie zeitnah bestellen könnt. Und ja, ich bin mir nicht sicher, ob es wirklich MPPTs sind. Aber bei manchen sieht man deutlich, da sind fette Kondensatoren, also da haben die Händler auch gute Fotos zu gemacht. Da sind dann fette Kondensatoren und angeblich auch eine Spule, wobei die Spule kann man selber nicht sehen. Die ist wohl da in irgendeinem Silikat oder wie heißt es, so ein Kunststoffzeug eingelegt, damit die wohl nicht, keine Ahnung, nicht durchbrennt oder irgendwas. Also ich bin mir nicht 100% sicher, ob es MPPTs sind. Aber ich nehme es stark an, weil der Preis kommt ungefähr hin. Ne? Also 70, 80 Euro für einen 30 Ampere Laderegler, das ist schon relativ im Verhältnis. Ich habe auch einen gefunden, der ist noch sehr viel günstiger, aber der hat nur 10 Ampere bis maximal 20 Ampere. Da weiß ich aber, dass das MPPT ist, zumindest die Baureihe, die so aussieht, weil da habe ich bei dem YouTuber Adam Welsh, den kennt vielleicht der eine oder andere von euch schon, weil den habe ich auch schon mal vorgestellt, der kauft sich solche Solarladeregler, baut sie dann auseinander und testet sie auf Herz und Nieren. Da habe ich dir schon gesehen, dass das wirklich ein MPPT ist. Natürlich kann es jetzt sein, dass das nur das Gehäuse genommen wurde und ein PWM-Technologie eingebaut wurde. Aber das wäre schon dreist und ich denke mal, so dreist sind die Chinesen dann auch nicht. Also der Adam Welsh meinte auch, das ist ein sehr preiswerter Laderegler. Ich mache jetzt ein bisschen Musik an und zeige euch die Laderegler und blende einen kleinen Text ein. Vielleicht gefällt euch das Video, dann lasst ihr einen Daumen oben da. Und wenn ihr glaubt, dass meine Informationen relativ cool waren, dann könnt ihr mich auch abonnieren, würde mich sehr freuen. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dann, euer YouTuber. Ciao.